Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Nein, Spaß beiseite. So, liebe Frau Bauer vom Arbeitsamt und alle, die mich ja erreichen wollten und sich gewundert haben, warum ich mich erst jetzt melde. Lieber Herr, wie war nochmal der Name? Herr Bretz Weber. Ja, hier ist meine kleine Videostellungnahme zu mir, von mir. Erstens, ich werde mich für nichts entschuldigen. Weil es gibt nichts zu entschuldigen. Sie haben mich hier falsch verstanden. Alle können dieses Schreiben lesen von der Polizei auf der linken Seite und auf der rechten Seite mein Schreiben, was ich nach DSGVO Artikel 6 von A bis F veröffentliche, weil es für einen guten Zweck ist. So, auf der rechten Seite können Sie es auch lesen und alle die YouTuber und sogar einige YouTuber, die ich kenne, die mehr wie Millionen Briefs haben. Die werden sich das auch jetzt reinziehen. So, um es mal klarzustellen, ich habe sie nie bedroht. Ich habe ihnen nur gesagt, wie es drin steht, dass es keinen Sinn macht, Gespräche zu führen, unabhängig jetzt vom Geld. Das Geld haben sie mir gesperrt, dürfen sie auch nicht so, aber egal, das gehe ich auch rechtlich vor. Fakt ist, es macht keinen Sinn, weil erstens ich eben geklärt habe, und das habe ich, sage ich auch Ihnen, Frau Bauer, die sich das Video anzieht und sonstige Leute vom Arbeitsamt, es macht einfach keinen Sinn, alles jetzt vulkanisch begründet, also logisch, weil eben, wenn ich zu ihm komme, dann ist es immer die gleiche Geleier und wir brauchen Lösungen. Lösungen, so auch nicht wie eine Politik das ist, sind, dass man einfach sagt, so, was können Sie, beweisen Sie es und Sie kriegen es. Ne? Es geht hier nicht darum, wie die kleine jüdische Geschichte, die ich mir jetzt vorlese, wo Sie das Judentum als Terrorismus bezeichnen. Das ist ja, was die Polizei ja annahm aus dem Kontext. Die Heilige Schrift, die es sagt, also die fünf Bücher Mose und Talmud und Tanach sagen, und ich beziehe mich nur darauf, hauptsächlich sagen, dass wenn jemand spricht und nur spricht, das keinen Sinn ergibt. Das heißt, es ist sinnlos. Und man kann nur einem helfen, logischerweise, indem man Taten macht. So, jetzt habe ich Ihnen natürlich gesagt, ich habe die Fähigkeiten, nicht auf Papier, aber ich kann meine Fähigkeiten zeigen. Jetzt habe ich so einige Videos gemacht, so Android-Grundlagen zum Beispiel und noch andere Videos, es kommen noch weitere. Ich war in den vorigen Tagen, also über vier Wochen krank. Ich hatte ein Virus, vielleicht hatte ich Coronavirus, ich weiß es nicht, aber alle Symptome für Corona haben gesprochen, zumal. Dann zweitens, jetzt habe ich mittlerweile Durchfall, also seit mehr als einer Woche Durchfall, mir geht es nicht gut, so. Das war der erste. Und zweitens, in der Heiligen Schrift, da geht es, wie schon gesagt, immer um Taten und Frieden und Nächstenliebe und niemals um Terrorismus und sonstigen Quatsch. Das sollten Sie eigentlich wissen, als gebildeter Beamte, was angeblich wohl nicht zutrifft, denn das Judentum hat genug gelitten und braucht nicht so einen Quatsch noch mitzubekommen. So, das ist das Zweite. Das Dritte ist, wenn wir davon ausgehen, dass mir viele Dozenten in dieser Maßnahme, wo ich war, oder Umschulung, gesagt haben, dass ich einfach sehr intelligent bin, dann sind 5, 6, 7 Leute kein Zufall. Ich weiß, dass ich intelligent bin und Rechtschreibung und den ganzen Quatsch kann. Mathematik, alles außer Algebra, kann ich auch Gleichungen. Das werde ich auch in diesen demnächst Videos anführen, indem ich alles Leuten erkläre, bis zur 12. Klasse. Ne? Machen wir das einfach mal tachless. Und das wollte ich Ihnen damit sagen. Ich wollte Ihnen sagen, hey, Sie sehen doch, was ich kann. Nacheinander kommen mehrere Videos über verschiedene grundlegende IT-Systeme. Diesen IQ-IT-Test, den können Sie einfach von Arsch schieben, weil er einfach Bullshit ist. Der definiert nicht den Menschen. Menschencharakter definiert man ganz anders, nach Taten und nicht nach irgendwelchen blöden Tests. So, unlogischen Verhalten. Jetzt haben Sie natürlich mich falsch verstanden. Das tut mir jetzt für Sie aber dennoch leid, weil ich kann es verstehen, dass Sie Angst hatten. Aber das Problem ist, dass Sie mit mir hätten reden können. Und das hätten Sie machen können, indem Sie mir eine E-Mail zurückgeschrieben hätten. Und da werden viele YouTuber sagen, genau das mir zustimmen. Viele, das ganze, die Welt wird zustimmen. Das ist für Sie jetzt peinlich. Scheiß drauf, es ist nur so. Sie hätten auf meine E-Mail antworten können. Sie hätten sagen können, Herr Waczynski, ich habe Ihre E-Mail erhalten, ich verstehe nicht alles, bitte rufen Sie mich an. Hier haben Sie meine direkte Durchwahl, da kommen Sie sofort durch, klären wir das, was Sie meinen.
Das haben sie nicht gemacht. Wie krass ist das denn? Gerade von einem Beamten. Einem gebildeten Beamten. Aber ich sag ihnen, wie es ist. Ich sag ihnen, wie das ist. Sie haben gar kein Interesse gehabt, das zu klären. Sonst hätten sie anders vorgegangen, statt die Polizei anrufen, den ganzen Tirali, den ganzen Thema. Ne? Ich möchte auch mal hier für alle Beamten arbeitsam und die ganzen Beamten weltweit, vor allem in Deutschland, eins klar machen. Leute, ihr seid keine Götter. Ihr seid nicht übernatürlich, auch wenn das leider das dumme BGB sagt, ihr seid nicht natürliche Personen. Seid ihr keine Götter. Redet mit den Menschen, geht auf sie zu, ruft sie an, sonstiges. Es ist nicht passiert. Es ist erst dann passiert, als erst alles eskaliert ist. Aber es hätte vermieden werden können. Die ganze Welt gibt mir recht, sagt, ja, es ist logisch. Warum hat er von Anfang an nicht Herrn Waczynski angerufen und gesagt, was ist da los? Stattdessen wird mein Geld gesperrt, es wird nicht geredet, es wird die Polizei gerufen. Die Polizei hat extra ein Video auf meinem Kanal. Herr Beck hat auch den Link bekommen dafür, damit er das auch ein bisschen versteht. Und es wird auf jeden Fall vom Anwalt gehen. Ich werde einen Widerspruch einreichen und ich werde das alles vom Fernseher tragen. Ich habe vielleicht nicht viele Abonnenten, aber einige, die ich habe, die haben natürlich 10.000 und 100.000 Abonnenten. Und die schauen sich das auch an. Und die werden das auch weiterhin verteilen. Wir werden das public machen. Stern TV, whatever, public. Wie krankhaft, korrupt, verrückt, die, was weiß ich, ich könnte so viele Ausdrücke sagen, die mir jetzt nicht mehr einfallen, weil ich auch keine Lust darauf was habe, wie kaputt das Ganze ist. Dieses Ganze von hinten, von vorne bis hinten, diese ganze Thematik. Ne? Also das Judentum als Terrorismus, das ist sowieso verrückt. Aber wichtig ist jetzt, und da müssen wir konkret reden. Wenn ich hier zeige, was ich kann, ist das mein Zeugnis logischerweise, oder? Und wenn ich keine Ausbildung habe, ist das mein Zeugnis. Das ist meine Ausbildung. Weil das zeigt, das habe ich gemacht, das sind meine Videos, was ich kann. Und wenn da das Arbeitsamt so während der jüdischen Geschichte, was ich jetzt vorher erzählen wollte, jetzt erzählen ist, einem Fischer gebe ich nicht einen Fisch, sondern ich gebe ihm ein Netz, ein Boot, ein Eimer und eine Ausbildung, beziehungsweise ich zeige ihm, wie das geht. Damit er leben kann. Und das heißt nicht für mich eine Ausbildung, weil ich weiß eigentlich schon alles, ich weiß viel mehr als die meisten Leute in IT wissen, sondern einfach einen Job. Hey, einen Job am Arbeitsamt. Ich kann Leute vermitteln. Ich kann verkaufen, ich kann IT, ich kann das Welt, ich kann das Universum. Ich bin so schlau. Nur leider habe ich Pech, dass jedes Mal, wenn ich irgendein Betrieb bin, die Leute, keine Ahnung, die Chefs mich nicht leiden können. Vielleicht, weil sie eifersüchtig sind, weil ich schlauer bin, ich weiß es nicht. Die Menschen sind verrückt. Oder weil ich Pech habe und eben krank werde, mal 2-3 Wochen, bin ich immer kein gesund. Aber ich trotzdem wollte das jetzt nicht sollten wir in einer Luzifer-Gesellschaft leben oder Sith Lord, wo es nur nach Leistung geht. Ich denke, Menschlichkeit wollen wir sein und Deutschland zumindest propagiert es und tut es nicht. Wie auch immer, ich bitte Sie, auch wenn das Video jetzt publik geworden ist, auf mich zuzukommen und zwar mit einer Mail erstens. Schreiben Sie mir bitte eine Mail, welche Fragen Sie haben. Und ich kann die Fragen klären. Aber bitte verunglimpfen Sie nicht das Judentum. Das Judentum hat nie was mit Terrorismus zu tun gehabt. Die Heilige Schrift ist das Judentum und ist nicht der Koran. Bitte verstehen Sie eines. Das Judentum hat in der ganzen Weltgeschichte genug gelitten. Ich beruhe mich immer auf das Judentum. Ich werde auch die Tora demnächst aufklären, weil ich mich mit der Schrift auskenne und so. Das alles habe ich gelernt. Es macht mir einfach Spaß, viel zu lesen. Aber nicht das Judentum verunglimpfen. Schauen Sie sich die Tora an. Können Sie sich ausleihen oder kaufen. Die Tora, den Talmud und Tanach. Sie werden, wenn Sie es lesen, keine Gewaltakte finden. Das werden Sie nicht finden. Im Judentum gibt es das nicht. Auch wenn einiges propagiert wird, dass es angeblich gibt. Auch in den neuen Schriften nenne ich sie dazu. Das sind die im Christentum, das Testament. Also ich bin kein Christ. Sondern ich bin ein Agnostiker, wenn man es fragt. Wer sind Sie Agnostiker? Weil ich weder das eine noch das andere abstreite. Aber wenn ich mich an irgendwas halten tue und irgendwas rausnehme, Tipps, Tricks, was weiß ich, oder Lehren, dann noch so ein Judentum. Das Judentum ist da, es ist das älteste Glaube, oder besser gesagt, eher kein Glaube, sondern eher eine Lebensart zu leben und sich an gewisse von intelligenten Menschen, die das geschrieben haben, zu halten, Lebensweisen zu halten.
Aber das Judentum sagt nicht, bringe denjenigen um, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Judentum sagt, hab Frieden mit deinem Nachbarn. Führe nie einen Krieg gegen deinen Nachbarn. Ne? Also, deswegen, lieber Herr, ja, ich weiß jetzt den Namen nicht nochmal, Herr Bretzgeber, ich bitte Sie, schreiben Sie doch eine Mail, welche Fragen Sie haben, bezüglich auch der Heiligen Schrift des Judentums, und ich kann Ihnen die beantworten. Ganz auch wichtig noch, vielleicht haben Sie eine Stelle für mich, vielleicht haben Sie eine Möglichkeit, dass ich eingebunden werde ins Arbeitsamt als Lehrer oder sonstiges, weil Sie sehen ja, wenn Sie sich diese Videos anschauen, vor allem die ersten 9 Videos, nicht die alten, die können Sie vergessen, die waren nicht so gut, da sehen Sie, welche Fähigkeiten ich habe. Ich habe also viele Fähigkeiten, aber in dieser Welt, Luzifer-Welt, leider wird nicht das geschätzt, was jemand kann, Taten, und er zeigen kann, sondern nur das Zeugnis. Glauben Sie mir, das Zeugnis definiert keinen Menschen. Ich habe nicht den Standardweg gewählt, das sage ich jedem hier, nicht nur Ihnen, jeder meiner Abonnenten schaut sich das, und auch andere, die sehr viele Abonnenten haben und mich abonniert haben, glauben Sie mir, ich habe den Standardweg nicht gewählt. Ich habe einfach den Weg früher mit 18 Jahren nicht nach so Ausbildung, Auto, Führerschein, Hitler. Ich habe nicht solche Gedanken, die einstimmig sind. Ich habe immer frei gedacht, außerhalb der Matrix, außerhalb des Lernen. Das ist vielleicht darum, warum ich in Deutschland nicht klarkomme mit Leuten, vielleicht ist es darum, warum die deutschen Chefs oder sonstigen Leute mich nicht mögen und mich weltweit gebannt haben, viele Firmen, inoffiziell im Endeffekt, weil sie es nicht zugeben würden, aber entweder, wie heißt es so schön, macht man es, wie Adolf Hitler gesagt hat, man vernichtet mich und vergast mich auf Ewigkeit, dann heuchelt man wenigstens nicht und hat dann gezeigt, mein wahres Ich, wie die Deutschen sind letztendlich, oder die meisten, oder man sagt, komm, der Kerl, der kann was, den bringen wir ein, dem geben wir eine Chance und geben eine Position, wo er sich entfalten kann. Und hiermit schließe ich dieses Video ab. Ich hoffe, das ist alles klar. Ich warte Ihre E-Mail und hoffe, dass sich das auch geklärt hat. Jo, bis dann.